Ein Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Fichtelpaar im Projekt Single RP mit mir, dem Jake Gamer. So, meine Freunde, ja, wir sind mit dem Auto unterwegs. Aus Gründen wie diesen. Ihr habt es schon im Titel sicherlich gelesen und auch Sandmail sicherlich gesehen. Wir haben spontan was gekauft, Leute. Ich habe nur noch vergessen, das Geld zu überweisen, aber das ist kein Problem. Das ist kein Ding. Der Händler wollte ihn zuerst noch zu ihm holen, runterwaschen und. War noch ein kleiner Service drauf machen. Und, wie gesagt, nee, komm, lass mal. Ich hol den gleich so ab. Spielt mir keine Rolle. Das machen wir so. Hätte gesagt, okay. Konnte ich mit ihm noch ein bisschen verhandeln. Und er hat mir den Anhänger noch kostenlos rausgegeben, weil wir kurz abholen müssen. Find's richtig gut, dass wir sowas bekommen haben, weil ihr seht, es ist ja kein Geheimnis mehr, es ist ein Kompaktlader, wie wir uns gekauft haben. Aber der hat eine spezielle Sache. Ja, der ist ganz speziell, Leute. Der Kompaktlader. Das werdet ihr dann noch gleich sehen. Es geht auch nur um den. Okay. Geht auch nur um den, warum ich diesen gekauft habe. Sonst wäre es, glaube ich, nicht so mein Ding gewesen. Ja, aber wo er das gesagt hat, habe ich mir gesagt, komm, Mama. Deshalb war der nicht so günstig, wo man eigentlich denken mag. Es ist ja ein altes Ding. Das ist ein MF. Ja. Ganz alt. Ja. Das habe ich doch mit Mühe und Tun habe ich ihn bekommen für 3,8. Ich muss alles selbst machen drauf. Auch abholen. Wie wir jetzt machen. Ich glaube, wir sind es richtig. Ja, sind es richtig. Gut. Wie schon gesagt, 3.800 Euro haben wir bezahlt für den Stuhl. Da können wir gleich mal ein bisschen schliffern. Hier hinten hin. Ihr Junge. Komm. Aber ich sag mal jetzt schon, ich glaube, also natürlich, ich kann nicht sagen, ich bereue es nicht. Ich glaube, ich bereue den Kauf nicht. Weil ihr seht gleich, was der hat. Warum der so besonders ist. Jetzt musst du warten. Du bist so ein schlauer Mensch. Weißt du das? Alter.
Er war so schlau. So, weiter. Ja, da steht er schon. Hab den ja im Sandmeer gesehen. Wie schon gesagt, mach kein großes Tamtam draus. Aber für uns glaube ich, dass das wirklich eine gute Erleichterung ist. Er ist auch nicht da, aber er hat mir gesagt, dass hier, ja. Okay. Das ist die Lenkung, ja. Das vorwärts, rückwärts. Und das sicher ist sicherlich Gas für den Stand. So, jetzt. Zeige ich dir gleich, was ist die Besonderheit, wenn der vom Anhänger ist. Lassen wir mal runter und dann können wir immer noch gucken, ob müssen wir noch ein bisschen vor oder ein bisschen rückwärts. Bisschen vor muss er noch. Springen tut er sehr gut an, Leute. 3200 Stunden. So, ihr wollt sicherlich sehen, warum ist es so besonders, das Ding. Zeige ich euch jetzt. Er hat eine Frontladeraufnahme drauf gemacht. Wo ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ja, komm, das ist meiner. Dann habe ich verhandelt, verhandelt, verhandelt. Er wollte zuerst 5000 Euro. Aber natürlich, natürlich, durchgesehen. Noch ein kurzer Service drauf gemacht, abgeholt zu ihm und. Habe ich zuerst verhandelt mit ihm darüber, wenn er das alles macht, ja. Alter, der ist schwer. Hab's gerade eben gemerkt, der ist schwer. Gut, egal. Sei mal dahingestellt. Habe ich gesagt, ja, nee, das ist mir zu hoch. Er hat gesagt, ja, ist es nicht viel machbar, wirklich nicht. Habe ich gesagt, ja, was ist denn machbar? Hat er mir gesagt, du, ehrlich, ich kann nicht runter als 4,8. Darunter kann ich nicht. Ich gesagt, okay, das ist aber schon wenig, was du mir entgegenkommen willst. Hat er mir gesagt, leider wirklich, ich kann nicht mehr. Wenn ich könnte, dann würde ich, aber ich kann nicht mehr. Ich gesagt, okay. Habe ich gesagt, okay, das ist schon. Mir gesagt, ja, ich muss noch die ganze Arbeit machen und. Habe ich gesagt, okay, ich habe eine Idee. Bevor wir weiter verhandeln über den Preis so, was würdest du mir verlangen, wenn ich den direkt von deinem Verkäufer abhole? Ich gesagt, okay.
Hat er mir gesagt, okay, ja, das hört sich gar nicht so doof an. So, sag ich, ja, für mich auch nicht. Der sagt, ja, du höre mal, das wäre doch gar nicht so dösig. Ich sagte, ja, der mir gesagt, dann muss ich die Zeit nicht verschwenden. Und ja, du kriegst ihn ein bisschen günstiger. Habe ich gesagt, ja, das wäre mein Ziel gewesen, wenn ich ihn ein bisschen günstiger kriege. Der gesagt, ja, das kriegst du. Alter, das ist ja unfahrbar, diese Kombination. Du müsstest noch ein bisschen vor. Der hat. Ich muss noch kurz anhalten hier. Das bringt uns alles nichts hier. Uiuiui. Du kamst beim Formatic, aber trotzdem ist das nicht so einfach. Kurz noch ein Stück vorfahren mit dir. Ging jetzt da. Aber ganz vor dürfen wir auch nicht. Aber dann natürlich, der Motor ist hinten, das ist klar. Habe ich mich hier nicht festgefahren? Nee, müssen wir jetzt nicht sagen. Ich mach das kurz anders. Geh mit dem Fahrzeug kurz auf die Straße runter. Das war ja auch eine ganz doofe Idee, hier anzuhalten. Nee, das geht doch so nicht. Aber richtig rufen. Uiuiuiuiuiui. Ja, ich fahr doch gleich weg. Alter, war das jetzt gerade wild? Tut mir leid für diese wilde Aktion, aber jetzt kann es weitergehen. Sollte der auch besser fahrbar sein? Der Bus sieht schon gut, also. Der Hänger macht sicherlich 700, 800 Kilo. Und der hier drauf, der macht schon sicherlich so 2,5 bis 3. Wir haben keine Polizei gesehen. Alles gut. Hier gehen es 10% hoch und da zieht er ihn hoch, wie wäre es gar nichts hier. Sieht sich kmh schon, naja. Der zieht, Junge. Der zieht. Und wir werden ihn noch auf jeden Fall abladen, Leute. Das ist noch wichtig. Dann schmeißen wir uns kurz die Gabel noch dran. Da gucken wir mal, was der so kann. Geh mal hoch zu den Ballen, Leute. Weil jo, das war so nicht geplant.
aber so. Alter. Komme ich hier nicht hoch, oder wie? Oh, ein bisschen mehr Schwung. Nur noch ein bisschen. Alter, das ist jetzt so ein Desaster. Das ist jetzt schon. So, jetzt packen wir das. Alter, du bist in 4-Motion, Junge. Gerade noch gefeiert für dein Abgehen hier. Klar, es liegt nicht am Abgehen. Der hat durchdrehende Reifen, das ist das Problem, aber. Packt er, packt er, packt er, packt er, packt er. Uiuiui. Von hier aus hätte ich den sonst abgekoppelt, wenn ich den kurz mit dem Trecker holen gegangen. Das wäre auch kein Problem gewesen. Jetzt gleich abkoppeln, Leute. Wie schon gesagt, der Hänger bringen wir nicht mehr mit dem Bus. Oder bringen wir ihn doch mit dem Bus? Auch kann sein, das bringen wir mit dem Bus. Da ist ja noch was ungenau, stimmt. Muss mal laufen. Hochfahren. Es interessiert mich, was der drauf hat. Der Gute. Schon Anhänger wäre auch noch was Gutes. Zum schnell was abholen. Uiuiui. Alle Euroaufnahme, Leute. Gar kein Ding. Die Gabel ist so konzipiert, das kannst du hinten nachkippen. Kannst du gar nicht weit vorne runterschmeißen. Stört zwar nicht bei einer Dingsgabel, aber trotzdem. Würde ich jetzt so nicht ganz so gut kombinieren. Ist das wendig. Wir probieren es mal mit zwei. Ah, es fehlt nicht viel, dass der das packt. Ja, es fehlt nicht viel, Leute. Es fehlt nicht viel, aber da tut der Mann nicht packen. Ja, gut. 2 Stück.
sind große Ballen. Ist gar nicht so doof, aber jetzt kommt's, oder? Guck mal, wie kannst du mit ihm? Das stört dich einfach nicht, ob da die Tür offen ist oder ist sie offen oder ist sie nicht offen. Da kannst du auch noch was ganz anderes machen. Guck mal. Da hast du hier. Das ist eine Wendigkeit, wo kannst du guten Morgen sagen. Für die Kübelfüttern ist das einfach Traum. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt? Dass er nicht so eine hohe Hebeleistung hat, ja, okay, aber das stört jetzt auch nicht. Leute, das stört mich nicht. Fährt noch 20 km/h, was willst du wirklich mehr? Wie kannst du ausfahren? Okay. Cool von dieser Palettengabel. Kannst du die ausfahren, bis zum geht nicht mehr. Mal gucken, ob wir sonst müssen wir was gucken. Ey, ich möchte ganz gerne diese Dinger hier, die Paletten mit abladen. Ja, das geht. Perfekt, Leute. Also ich finde das Gerät mega gut. Ich finde, der Kippradius hat er gut gebaut. Ist ja zum Glück eben gebaut worden. Weil es ist halt nicht Standard. Hier. Siehst du? Da kannst du richtig reinkippen wie beim Träger. Du. Kannst du richtig machen hier. Da kommst du gut raus, gut rein. Perfekt. Gefällt mir irgendwie. Also wirklich, das gefällt mir. Gut. Aber meine Freunde, ich würde schon sagen, wieder sagen, wir sind am Ende angekommen. Ich würde sagen, wenn es euch gefällt, habt ihr vergessen, ein Abo da lassen. Und unbedingt das nächste Mal vorbeischauen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.